Wie reduzierst du die Produktionskosten deiner Social-Media-Fotografie? Eigentlich wünschen wir uns doch alle, dass wir jederzeit ein prall gefülltes Archiv mit genialen Social-Media-Fotos haben, mit denen wir unseren Redaktionsplan aufwerten können. Wäre das nicht so teuer? In diesem Video erkläre ich dir, wie du die Vorteile und Einsparungsmöglichkeiten der Kombination von Foto- und Videoproduktion am besten nutzt und wie du die Umsetzung durchführst, ohne dass dir das Ganze auf die Füße fällt. Bevor es losgeht, eine wichtige Sache vorweg. Du brauchst eine Content-Marketing-Strategie. Es ist wichtig, dass du dir im Vorfeld darüber Gedanken machst, welche inhaltlichen Cluster es in deiner Kommunikation gibt, um entsprechende Fotos und Videos vorab erstellen zu können. Hierzu haben wir ein separates Video erstellt, das du auf unserem YouTube-Kanal findest. Ich verlinke es dir in der Beschreibung. Bei einer kombinierten Foto- und Videoproduktion kannst du während der Dreharbeiten für deine Videos auch gleichzeitig Fotos aufnehmen. Ein großer Vorteil ist, dass du mit einer einheitlichen Bildsprache arbeiten kannst, die deine Inhalte insgesamt runder wirken lässt. Worauf du aber sehr achten solltest, wenn du nicht nur Videos, sondern auch Fotos an einem Tag umsetzen willst, ist es wichtig, dass du sehr genau planst, was du wann wie drehen und fotografieren willst. Die Planung gewinnt also nochmal mehr an Wichtigkeit. Außerdem sollte das Team eingespielt sein. Wir sehen regelmäßig, dass die Produktion unter den persönlichen Befindlichkeiten von zwei konkurrierenden Dienstleistern leidet. Das solltest du durch die Auswahl des richtigen Dienstleisters bzw. eines ausführlichen Briefings versuchen, so gut es geht, zu verhindern. Die Einsparung kannst du dann realisieren, indem du zum Beispiel Vorproduktionen kombinierst, aber auch die Umsetzung effizienter gestaltest. Denn wenn du an einem Tag Foto- und Videoinhalte produzierst, ist es deutlich effizienter, als wenn du zwei Tage bei dir im Unternehmen blocken musst, an denen der Content erstellt wird. Wenn dich das Thema Content Marketing interessiert, abonniere doch unseren Kanal, auf dem wir jeden Freitag ein neues Video zum Thema Content Marketing Know-how veröffentlichen.